Hallo Internet und herzlich willkommen bei Betriebsrat TV. Wie ihr an meinem Gesicht vielleicht ablesen könnt, bin ich etwas übernächtigt. Aber sollte ich nicht gerade beim Film einschlafen, wird es auch diese Woche wieder zwei Folgen Betriebsrat TV geben. Wie schreibt man eigentlich eine Betriebsvereinbarung? Beziehungsweise, wie schreibt man eigentlich keine Betriebsvereinbarung? Das Standardvorgehen der meisten Betriebsräte scheint zu sein, oh, wir haben da ein Thema, ja, da müssen wir eine Betriebsvereinbarung schreiben. Ja, was machen wir denn? Gucken wir doch mal im Internet, ob es da nicht irgendwo eine gibt. Das ist ein schön einfaches Verfahren, hat man nicht so viel Arbeit und man kann ja einfach mal eine Betriebsvereinbarung nehmen, die irgendwo anders schon ganz vernünftig läuft. Ich würde euch trotzdem davon abraten, sowas zu machen. Warum? Warum? Ganz einfach. Zum einen nehmt ihr ein Papier, das für einen ganz anderen Betrieb entwickelt worden ist, wo die Begebenheiten komplett anders sind, die Umstände, die finanziellen Möglichkeiten, und übertragt das einfach auf euren Betrieb, wo das vielleicht ganz anders läuft. Das kann niemals so gut sein wie eine passgenaue Betriebsvereinbarung, die ihr selber schreibt und die ganz genau auf euren Betrieb ausgerichtet ist. Aber der viel wichtigere Grund, so ein Papier nicht zu übernehmen, ist, das ist ein Kompromisspapier. Das ist schon das Ergebnis von Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wenn ihr jetzt ein Papier nehmt, was schon eine Kompromissgrundlage ist, und ihr geht damit in Verhandlungen zu eurem Arbeitgeber, was passiert denn dann? Dann wird es letzten Endes wieder einen Kompromiss geben, der wahrscheinlich dann noch schlechter ist als der vorherige Kompromiss. Also wie lautet mein Tipp? Auch wenn das mit mehr Arbeit verbunden ist, bevor ihr irgendwelche anderen Betriebsvereinbarungen zu irgendeinem Thema anschaut, solltet ihr euch hinsetzen und frei von der Leber weg hinschreiben, was eure Vorstellungen für die Betriebsvereinbarung sind. Welche Punkte sind für euch zentral wichtig? Und wenn ihr dann euren eigenen ersten Entwurf für die Betriebsvereinbarung geschrieben habt, dann könnt ihr euch ja mal umgucken, was gibt's denn sonst noch? Und dann holt ihr euch Anregungen, um eure Betriebsvereinbarung weiter auszubauen. Ihr solltet nicht mit einem Papier in die Verhandlung gehen, das ein Kompromisspapier ist, sondern ein Papier, das Maximalforderungen für den Arbeitgeber enthält. Im Rahmen der Verhandlung wird das Papier dann sowieso wieder zurechtgestutzt und dann habt ihr zum Schluss vielleicht ein vernünftiges Kompromisspapier, was zudem Ideen enthält, auf die andere Betriebsräte gar nicht gekommen sind. Macht euch nicht klein. Ihr seid die Experten für euren Betrieb. Seid kreativ und traut euch mal was mit den Betriebsvereinbarungen. Nur so entsteht etwas Neues und nur so könnt ihr die Mitbestimmung in den Betrieben in Deutschland verbessern. Das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Tag wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!